Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Ich sitze wie immer schon in der Luftkommandozentrale und heute schauen wir uns die nächste Hauptmission an. Wir haben ja momentan zwei, nämlich enger Kontakt und zielsichere Rache. Für beides gibt es 190.000 GMP und ich würde mal sagen, wir fangen mit der nächsten Nummer an. Die ist die Nummer 24, enger Kontakt. Mission accepted. Es gibt zwei Landezonen. Eigentlich gibt es drei. Eins, zwei, drei. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Ja, da bin ich mir aber sicherheitshalber diese Landezone. Weil von hier habe ich diesen Außenposten mit der Nummer 21, dann dieses Dorf hier. Und den Außenposten mit der Nummer 19 quasi in Reichweite. Die einzigen zwei, die halt wirklich weit weg sind, sind die Nummer 16 und hier die Nummer 20. Und das orientiert sich nicht für die Nummer 16, diese Landezone hier zu wählen. Und die 20 ist von beiden Landezonen gleich weit weg. Da ich nicht weiß, wo ich hin muss. Heading to Central Africa. Vielleicht hätte man das jetzt sogar lesen können. So, meine Einstellungen, die bleiben so. Ja, genau. Eigentlich Stealth-Tarnung braucht man überhaupt nicht. Gegenstände ist das. Die könnte man eigentlich rausnehmen, weil die verwenden wir ja in Wirklichkeit gar nicht. Dann brauchen wir auch nicht dafür bezahlen. Schauen wir mal, ob wir irgendwas haben, was wir eventuell tatsächlich benutzen wollen. Ah, nee, das passt schon so. Gut, dann hier wieder raus, dann sagen wir Mission starten. Wir nehmen natürlich Quiet mit. Sagen natürlich am Abend steigen wir das Ganze ein und ich bitte mal um das Missionsbriefing, wenn wir dann im Helikopter sitzen. Ja, ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr, dass ich die Balkontür offen habe, aber Leute, es ist so heiß. Das ist unglaublich. Kann die nicht zumachen, wenn jetzt da. Dann herzt sie die Wohnung so stark auf. Ja, wir werden das dann sehen, wie laut das rüberkommt. Jetzt haben wir mal die Episode 24, enger Kontakt mit den Ingenieuren. Rescue the two prisoners being held in a guard post to the southwest of Ngumba Industrial Zone. The targets are civilians, one male, one female. Apparently, they're specialists sent out there to investigate infectious diseases. They were frequent visitors to that devil's house at Zoyabadipul. If you recover them, we'll finally be able to get first-hand accounts of what's been going on in that place. Na dann schauen wir mal. Raus hier! So. Gut. Gucken wir mal auf die Map. Alles klar, also es war eigentlich kupft wie katscht, welche Landezone wir wählen wäre. Vielleicht wäre die obere ein bisschen besser gewesen. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, ich laufe quasi hier so hoch, dann hier rüber und hier ist ja ein Weg durch die Berge. Ja, machen wir das so. Vielleicht können wir ja sogar Quiet ja schon dorthin schicken. Begleiterunterstützung, Aufklärung. Please select a deployment point. Müssen wir mal gucken. Tatsache, da gibt's was. Dann laufen wir mal dorthin. Schnecke. Ja, das wird wieder eine recht sportliche Mission. 300 Meter bis zur ersten Markierung. Ich hoffe, es gibt hier keine
Patrouillen, über die ich jetzt gleich stolpern werde. Nächste Straße, die ich überquere, wie Stevie Wonder. So. Dann brauche ich die nicht händisch rauslöschen. Auf zur nächsten Markierung. Waren nochmal 400 Meter. Meine Güte. Na, kriege ich den nicht ausgenockt? Geht doch. So kann man auch Munition spuren. So, 170 Meter noch. Vielleicht hätte er nur noch einen ersten Schlag gleich mal einen Schritt auf die Seite gehen sollen. Extraction arrived at Mother Base. Auch dieses Dorf lassen wir links liegen. Keine Sorge. Oh, die hat schon gut markiert. Schaut euch das an. Fuck. Habt ihr das jetzt gesehen? Das war ja haarscharf. So. Okay. Naja, jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir diese scheiß Horizontalschützenminen weg? Ich sehe jetzt einmal von hier 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Ich würde sagen, wir nehmen sie auf. So, wo ist die nächste? Falls wir nämlich flüchten müssen, das kann ja bei mir momentan bei meiner Spielweise immer und immer wieder mal passieren. So wie ich da manchmal an die Sachen herangehen, werden das meistens solche Rambo-Geschichten. Und wenn ich dann fliehen muss, vielleicht auch noch schon verletzt bin, dann habe ich ein Problem, wenn ich in da zwei solche Minen reinlaufe, weil dann verrecke ich. Quiet hat schon wirklich gute Arbeit geleistet. Ich habe sogar schon herausgefunden, wo die zwei liegen. Nämlich da vor uns. Aha, okay. Analysis complete. Analysis. The map has been analysis. Caution. Range approaching. Na, dann werden wir uns um das Target mal kümmern. Ich hoffe nur, wenn ich jetzt das Nachtsichtgerät ausschalte, dass ich nicht über eine von diesen Horizontalschützenminen stolpere. Ich bin das nicht gewohnt, dieses Grün. Ja, das war ein Auto. Analysis complete. Komm, könnt ihr euch mal alle zusammenstellen, dann schicke ich mit einer Schlafgranate. Kann ich die überhaupt so weit werfen? Was feiern. Jetzt die Gemeinde. Das wäre jetzt unter mir. Erklärung aus Harry Hitler von einem
machen wir hier den ersten. Und gleich da daneben. Sehr schön. Dann hätten wir das auch schon mal. Ich muss nur aus dem Nebel draußen bleiben. Dann können wir noch hier ein bisschen an Material pflücken. Wo ist denn der zweite jetzt hier, der Vogel? Der bescheuert. Der flüchtet. Auf eigene. Ah ja, gut, passt. Da habe ich noch mal Schwein gehabt. Jetzt hat der Schlag getroffen. So, den ersten raus. Ja, das ist ja relativ zügig gegangen, muss ich sagen. Man glaubt das ja kaum. Den zweiten raus. Die zwei nicht mehr weg und das Auto natürlich ebenfalls. Den haben wir da jetzt so wieder auf uns gezogen, auf uns aufmerksam gemacht. Komm hier mal jetzt her, Gnade. Zack. Also noch einer. Zack. Unglaublich. Und der dritte. Dann knipsen wir den oben auch gleich aus. Lauf, genau. Und da drüben haben wir auch noch einen. Und wenn wir schon dabei sind, nehmen wir auch gleich das ganze Material mit. Menschenmaterial und Container natürlich. Wenn die Mission so schnell gegangen ist, wäre doch jetzt erledigt, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Da ist also sonst nichts mehr herinnen. Ja, das hat mir ein bisschen gefuchst, dass der eine halt auf eigene Faust dann abgehauen ist. Aber da kann man halt nichts machen. Ja, dann nehmen wir die Container mit, ja. Das haben wir jetzt bei den FOB-Missionen ebenfalls angewöhnt, die Container tatsächlich mitzunehmen. Ja, wollen die anderen zwei, da bringen wir den ebenfalls hin, dann können wir gleich alle drei ausfliegen. So, da. Und diesen Knaben. Ah, das war witziger. Das war echt eine witzige Mission. Ich glaube, das war ein schöner Zufallstreffer, dass ich die mit der. Nein, nein, nein. Dass ich den mit der Schlafgranate mehr oder weniger ausschalten habe können. In dem Zelt waren wir ja noch nicht. Da müssen wir mal reingucken. Da wird vielleicht was erinnern. Leider nein. Dann nehmen wir die Fahrzeuge natürlich ebenfalls mit. So, was war das jetzt da? Achso, das war eine Missionsaufgabe, dass ich die Fahrzeuge mitbringen muss. So, warte mal, was habe ich denn hier? Oh, ja. Eigentlich könnte ich habe gar keinen Funkkäfig dabei. Ich wollte jetzt eigentlich nur einen Fangkäfig
ausbringen. War das alles, was man hier einsammeln hat können? Gibt es nicht nur irgendwo ein Lager? Nee. Und zwei Container. Na gut, dann würde ich sagen, wir. Was haben wir hier? Karotte. Biologisches Material, habe ich das schon geholt? Schwarze Karotte. Dann schauen wir da nochmal nach, ob da was. Heroismus. Da liegen 5 Heroismus-Punkte. Genau. Und das kann ich mich auch gar nicht erinnern. Dass ich da was mitgenommen habe. Aber gut, liegt nichts mehr da. Dann werden wir den Hubschrauber. Na, wo müssen wir hin? Da nach oben. Ja, 250 Meter, das hat weiter ausgeschaut, als was dann tatsächlich ist. Ah, bei der Landezone wird es sicher wieder irgendwelche Pflanzen geben. Die Kurt landet ja immer dort, wo es zum Ernten ist. Genau, sage ich doch, da haben wir schon mal eine Karotte. Dann haben wir hier noch Wermut zweimal. Und ich habe schon Quiet anmarschiert kommen. Exfiltrated hot zone. You're out of the hot zone. There's no enemy forces in. What? You're going back. Was war das jetzt da? Ich hab schon wieder nicht aufgepasst. This is Pequod! On station at LZ! Da war eine recht zügige Mission, muss ich sagen. Dadurch, dass wir jetzt noch so viel Zeit lassen auf mich herumsuchen, wird es wahrscheinlich so sein. Ja, okay. Aber dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich natürlich jetzt keinen S-Rang bekomme, weil ich ja so herumgetrödelt habe. Aber wie gesagt, die S-Ränge, die werde ich dann versuchen, eigene Videos zu machen, wo ich mich nur auf S-Rang konzentriere. Ich weiß, dass es im Internet genug Cracks gibt, die in einem Durchgang alles schaffen. Ja, ja. Die alles schaffen. S-Rang, alle Missionsaufgaben, also wirklich alles in einem. Das ist natürlich schon genial. Aber da bin ich leider halt etwas weiter davon entfernt. Also jetzt habe ich insgesamt 203.000 bekommen. 300.000 waren es insgesamt. Natürlich für die Entsendung habe ich 50.000 gelöhnt und für die Unterstützung nochmal 45.000 quasi die ganzen Fulton-Bergungen. 1000 noch einmal für einen Heroismus, Aktionsbewertung extra noch. Weil jetzt habe ich 227.000. Ich habe mir nicht gedacht, wie ich angefangen habe damit, dass es überhaupt möglich ist, so hoch zu kommen. Aber das ging ja schneller als erwartet. Weil ab 150.000 Heroismus, glaube ich, war das, dass man die Atombomben auf seiner Mother Base. Entschuldigung. Wir haben die zwei Targets in Quarantäne. They don't show signs of anything, but we'll monitor them just the same. If they had access to the Devil's House, I doubt they were sent there by some health organization. Cypher used them, and would have eliminated them eventually. But we'll protect them here. They've agreed to that. After all, we helped them out of the country as promised. The mission's complete. But boss, they've been behind the curtains at Ngumba. They examine the patients there nearly every day. They told us the patients were being made to listen to voices on tape. But the male target added something interesting. He said he doesn't know what was on the tapes because there was no English version. Of all the voices that were shoved down those people's throats, English was one of them. Interessant, huh? Oh, ich habe sogar einen S-Rang gekriegt.
Yippie yip. Noch einen zweiten, einen Berater. Jede Menge. Ist das cool, ist das cool. 5S. Und jede Menge A++, das ist auch toll. Den Rest überspringe ich aber jetzt. Boss, staying on the battlefield that long will have a negative impact on your health. Why not head back to Mother Base for a shower once in a while? Ja, mache ich. Keine Sorge. Ja, wenn jetzt nicht noch eine weitere Cutscene kommt, dann war's das für diesen Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert ihr der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Na, dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Oh nein, eine Cutscene kommt noch. The boss is back. Let's go refuel and load up on artillery. We're good to go, Chief. What's the matter? Haben wir diese Cutscene jetzt schon gesehen? Stop this! Now! What the fuck, you freak! Give me a hand! Hold her still. Echt, habe ich doch schon gesehen. Dismissed. Payback for how they treated her? Doesn't explain the others. She had every chance to kill them. Tight security on her cell. This happens a second time. There won't be a third. Okay. Geht's noch weiter? Nein. Na, aber damit verabschiede ich mich jetzt wirklich. About Eli. I heard that one product of the Les Enfants Terribles project went missing in Africa. The age would be about right. Now, I'm not saying I think it's Eli, but I want to run a genetic test all the same. Don't worry, I'll have it done without him noticing. The test may take some time, but I'll tell you as soon as we have the results. So. Jetzt hat es mir aber wirklich los, Leute. Verabschiedet habe ich mich schon. Ich wünsche noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!